Alles kann mir bei der XXX Show. Heute sind wir ein bisschen verschoben. Eigentlich sollten wir am Donnerstag, aber da ging es nicht. Wir sind heute in Fulda mit der XXX Show und das erste Match ist ein 1 vs 1 Match. Und der erste Wrestler kommt auch Richtung Ring zum mit Sheamus. Und er wird antreten gegen Erik von den Viking Raider. Beim Pay-Per-View wird es ein Handicap-Match geben. Mit den beiden hier, die jetzt antreten werden. Und hier kommen die Viking Raider. Die kommen zusammen als Tag Team mit Ivar und Valhalla. Sheamus selber ist alleine zum Ring gekommen. Ob das wirklich schlau war und ob Valhalla und Ivar sich friedlich behalten, ist eine Sache so. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich werden Ivar und Valhalla mit einmischen in diesem Match. Auch wenn sie es nicht dürfen. Und da haben wir diese Wikinger. Und los geht's mit diesem Match, mit dem Auftakt-Match. Übrigens, heute wird nicht der 24-7 der männlichen Wrestlers verteidigt, da der Champion verletzt ist. Wird er heute nochmal geschont? Aber im Pay-Per-View DDL Show, da wird er antreten. Da wird er dabei sein. Aber hier nicht. In der XXX Show.
Und Sheamus hat dieses Match gewonnen. Und wir kommen zum nächsten Match. Das Diva-Auftakt-Match. Und die erste, die zum Ring kommt, ist Tia Lee. Sie wird antreten gegen Mickey James. Wir nehmen es heute wird zwei Runden wieder geben mit den Picks, mit den Draft. Und danach ist es zu Ende. Und jetzt kommt hier die Gegnerin von ihr mit Mickey James. Und los geht's mit diesem Match. Thank you.
Übrigens finde ich. Okay, ich wollte gar nicht was sagen, aber Chia Lee hat das Match gewonnen. Das Chia Lee. Und wir kommen dann zum unserem nächsten Match. So, das nächste Match. Wieder ein 1 vs 1. Bevor wir in die Runde 1 gehen. Und der erste, der zum Ring kommt, ist Rey Mysterio. Ein WWE Hall of Famer. Die Lucha-Legende mit Rey Mysterio. Und der Gegner ist Tywin Wicks. Jetzt kann ich noch mal sagen, was ich für ihn sagen wollte, bevor ihr eine gewonnen habt. Warum ich an Donnerstag die Show nicht stattfinden konnte, das lag daran, dass ich selber live in WWE in Köln war und ich somit keine Zeit hatte zum Aufnehmen. Also muss ich das heute machen. Heute ist Freitag. Also wo ich die Aufnahme nehme. Es kann sein, dass es erst am Samstag hochgeladen ist. Das weiß ich aber jetzt nicht. Dafür wird das Pay-Per-View DDL Show auch verschieben. Auf den Samstag und Sonntag. Und dafür muss halt leider FIFA und leider auch wieder Fortnite eine Woche pausieren. Dafür wird es aber nächste Woche ganz normal wieder laufen.
Und leider werde ich auch keine Aufnahmen von der Wrestling, weil ich ein bisschen aufgenommen habe, hochladen. Vielleicht auf Instagram. Mal gucken. Thank you.
Und Tywin Wax hat dieses Match gewonnen. Und wir kommen zum ersten Draft-Runde der heutigen Show. Und der erste Pick, den die XXX Show, da die Show heute ist, hat die wieder Heimvorteil. Und Logan Paul geht in die XXX Show. Dafür geht in die LWS Show. Meister Yoda geht in die LWS Show. In die XXX Show geht wiederum Rey Mysterio Junior. Er geht in die XXX Show. Dafür in die LWS Show geht Darby Allin. Er geht in die LWS Show. Und in die XXX Show. Und übrigens auch das letzte Pick für Runde 1. Heute werden nicht so viele gedraftet. Geht auf jeden Fall in die XXX Show. LA Knight. Er geht in die XXX Show. Dafür in die LWL Show geht der Shinsuke Nakamura. Er geht in die LWL Show. Und wir kommen jetzt dann zum nächsten Match. So, der nächste Match ist wieder ein 1 vs 1 Diva Match. Und die zum Ring kommt, ist Raquel Rodriguez. Zusammen mit Liv Morgan, die beiden sind ja Diva Tag Team Champion. Und dann haben wir die Diva Tag Team Champion. Ihre Gegnerin ist Dakota Kai. Und da kommt Dakota Kai. Begleitet wird sie von Bayley und Io Sky.
In der DDL-Show werden ja sogar auch Dakota Kai und Io Sky auf Rodriguez und Liv Morgan aufeinandertreffen um den Diva Tag Team Championship. Hier ist aber nur ein Einzelmatch. Unser Karl Rodriguez gewinnt dieses Match. Und wir kommen zum nächsten Match. Und das nächste Match ist ein Triple Threat Match. Und der erste Wrestler, der zum Ring kommt, ist Lionel Messi. Und der nächste, der zum Ring kommt, ist Erling Haaland.
Und der Dritte, der zum Ring kommt, ist Cristiano Ronaldo. Und los geht's mit diesem Match. Thank you.
Und Lionel Messi hat dieses Match gewonnen. Und wir kommen zum nächsten Match. Und hier kommen wir zum einen Tag Team Match. Ein 6-Mann Tag Team Match. Und es kommen die Usos, Jimmy und Jey Uso. Und deren Tag Team Partner ist auch noch Solo Sikoa, der jüngere Bruder von den beiden Usos. Übrigens, wir haben auch noch eine Info. Wir haben heute eine WWE, eine Wrestling-Legende in unserem Hauptmatch. Vielleicht wird er auch beim Pay-Per-View dabei sein und ein Match bestreiten müssen. Und hier kommen die New Day mit Kofi Kingston, Shama Woods und Big E. Und los geht's mit diesem Match.
Thank you.
Thank you.
Und The New Day haben dieses Match gewonnen. Und wir kommen zum nächsten Match. Ein Championship Match um den 24/7 Diva Championship. Und Alba Fri ist die Herausforderin.
Sie wird übrigens auch mit Jujob und Siria auch wieder um den Titel kämpfen. Aber mal gucken, wer hier gewinnt, wer als Champion in den Pay-Per-View reingeht. Ist es Alba Fair oder Jujob? Wir werden es gleich beantwortet bekommen. Und hier kommt die Champion Giorgio. Introducing the challenger from Glasgow, Scotland, Alba Fire! And her opponent from Ayrshire, Scotland, she is the Action Champion, Doudra! Ja, dieses Match übrigens kommt dann Runde 2 und gleichzeitig auch die letzte Runde der Drafts. Und danach steht dann alles fest. Die, die nicht gedraftet sind, werde ich entweder nicht nutzen oder die sind Free Agent. Bedeutet, die dürfen in beiden Shows mal auftreten. Kann natürlich auch noch sein, dass neuere Wrestler da hinzukommen. Also es können noch 2 Wrestler sich dass ich die herstelle. Die schnellsten 2 sind dann dabei. In FIFA wird es nicht mehr gehen mit DDLFC. Da ist vorbei. Aber hier in Wrestling WWE 2K ist es noch möglich.
Zwei können noch mitmachen. Und Alba Frey, ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll, hat dieses Match gewonnen und ist der neue 24-7 Champion. Und wir kommen dann zu unserem nächsten Match. Oder besser gesagt, die Picks sind jetzt dann dran. Und in der DDL-Show, wegen den Championship, wird eine auch von der LW-Show dabei sein. Und Alba. Also. Und dann werden wir sehen, welcher von den Lieben der LW-Show dabei sein wird, in diesem Titel. Und der erste Pick für die XXX-Show ist Way Phoenix. Er geht in die XXX-Show. Und in die LW-Show wird hingehen Ricochet. Er geht in die andere Show. Und wiederum in die XXX-Show wird hingehen Cedric Alexander. Er geht in die LWS-Show. In die XXX-Show. Dafür in die LWS-Show geht King Kamal. Er geht in die LWS-Show. Und in die XXX-Show geht hin Thomas oder Tommaso Ciampa. Er geht in die XXX-Show. Und dafür geht in die LWS-Show Titus O'Neil, er geht in die LWS-Show. Nun die letzten zwei Wrestlers, die verteilt werden. In die XXX-Show geht er hier, Orange Cassidy. Er geht in die XXX-Show. Und in die LWS-Show als letzter Kandidat geht hin R-Shoot. Er geht in die LWS-Show. Nun kommen wir dann zu unserem Diva-Hauptmatch. Unser Hauptmatch wird ein Handicap-Match sein, ein 1-2-Match. Und
die alleine kämpfen wird, ist Stephanie McMahon. Ein Vorgeschmack für ein Handicap-Match, was wir beim Pay-Per-View sehen werden. Wie ja beim Hauptstadt-Match angekündigt. Mit Sheamus. Und mit Eric. Also die Viking Rider gegen die Boarding Boots. Und hier kommt die Gegnerin in die Hardware. Oder Hardware. Und die Partnerin von Indie Hardware ist Tiffany Sturgeon. Und los geht's mit diesem Match.
Indy Hartwell und Tiffany Stutchen haben dieses Match gewonnen. Und wir kommen zu unserem Hauptmatch. Und nun kommen wir zu unserem Main Event, ein Fatal 4-Way Match. Und der erste Wrestler, der zum Ring kommt, ist Roman Reigns. Wer übrigens das Match gewinnt, wird nächste Woche in der XXX Show auf jeden Fall gegen Paul Lopez kämpfen um den Hardcore Championship. Ist seitdem er verliert den Championship beim Pay-Per-View. Oder Paul Lopez wird auch in diesem Match
teilnehmen. Er gewinnt in diesem Match hier, dann wird keiner Herausforderer dabei sein. Aber vielleicht gibt es dann einfach ein normales Match. Auf jeden Fall wird der Wrestler gegen Paul Lopez antreten. Es sei denn, hat natürlich Paul Lopez gewinnt diesen Match hier. Dann wird natürlich keiner auf Paul Lopez antreten. Es kann sein, dass es auch um den Hardcore Championship geht. Muss aber nicht. Kommt halt drauf an, ob Paul Lopez beim Pay-Per-View den Titel verteidigen kann. Und hier kommt sogar auch er, der Hardcore Champion, Paul Lopez. Und nun kommt der nächste Wrestler zum Ring. Bobby Lashley. Und nun kommt hier der nächste, ein Wrestling-Legende. Es ist Goldberg.
Übrigens, Goldberg ist auch ein Wrestler, der Free Agent ist. Er wird mal auch bei Evershow und in der XXX Show zwischendurch mal auftreten dürfen. Und in der DDR haben wir übrigens die nächste Ankündigung zu machen. Roman Reigns wird dabei sein und er wird ein großes Match bestreiten werden.
Und Roman Reigns hat dieses Match gewonnen und wird auf jeden Fall in der nächsten Woche gegen Paul Lopez antreten. Es kann sein, dass es um den Hardcore Championship angeht oder halt nicht. Und das war unser Hauptmatch und somit auch das letzte Match gewesen. Das war's von uns, von der XXX Show. Wir sehen uns wieder hier nächste Woche, Donnerstag wieder. Ciao und bis dann.